So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, meine Lieben. Wir sind jetzt wieder hier, wollen Ada retten und stellen uns jetzt erneut diesem wundervollen Bosskampf hier. Wir wissen ja, was uns diesmal erwartet. Und ich würde vorschlagen... Ach, man sieht hier noch nicht den Weg. Okay, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Der, der und der. Ist immer so typisch, ne? Diese Virusgegner wissen einfach immer genau. Oh, er geht jetzt hier lang. Oh mein Gott! Ganz ruhig. Diesmal gewinnen wir. Beziehungsweise wir haben beim letzten Mal ja gar nicht verloren. Also, das Spiel hat ja einfach nicht mehr reagiert und dann war Game Over. Beziehungsweise das Spiel ist abgestürzt. Also werden wir es diesmal nochmal in Ruhe machen. Bring es diesmal zu Ende. Oh. Ist blöd zu treffen auch noch. Na, okay, hab mich getroffen. Warte. Könnte ein bisschen warm sein. Ah, shit, ich muss mehr aufpassen, das ist doof. Die Tür auf, okay. Immer noch gesund, okay. Er ist noch am Leben? Oh ja, das sieht schon eher nach Bosskampf aus. Ein bisschen größer alles. Ah, den kann ich zurückholen. Ja, dann ist doch klar, was wir zu tun haben. Okay, hopp it up. Oh. Einmal. Mehr Defensive. Quer? Jetzt aber. Oh shit. Ich wollte eigentlich rechtzeitig noch weg. Wie blöd. Die Idee ist so super. Die Idee ist so super gewesen. Jetzt habe ich dich. Okay. Das ist wieder genauso wie vorhin. Minier die.
Alter, das wird jetzt so wehtun. Scheiße, wenn man so fett ist, ne? Dieses Spiel hat übrigens immer eine... Ich hoffe, den bin ich los. Das kann man nur hoffen. Das Spiel hat übrigens jedes Mal aufs Neue... Ist doch zufällig hier der Weg frei darüber, ne? Jedes Mal diese tolle Angewohnheit, Kämpfe auf engem Raum zu machen mit einer sehr schwerfälligen Steuerung. Ja, jetzt fehlt nur noch Mr. X, dann haben wir es alle. Schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu es einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Ich wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Ja gut, da werden wir uns mit Mr. X wahrscheinlich nochmal anlegen dürfen. Jetzt habe ich aber keine Pistolenmunition mehr. Ich habe auch nichts, um welches craften. Meine Magnum-Munition ist total im Keller. Noch Shotgun ein bisschen. Und ich habe auch noch meinen ganzen Flammenwerfer, den ich noch nicht benutzt bisher. So, pass mal auf, wir nehmen mal hier so ein blaues Kraut mit, weil ich noch nicht weiß, ob wir das brauchen oder nicht. Hier speichern wir mal eben. Oh, jetzt überspeichert er irgendeinen anderen. Ich dachte, ich bin am letzten Spiel. Ah, Spiel. Na, ist egal. Wir sind ja wenigstens gesund. Nach dem Bosskampf gesund sein ist schon mal eine Nummer, ne? Also. Das Bein. Lass mich dich tragen. Nein. Ich würde mich nur schlechter fühlen. Der da lacht, ist weg. Wie ist die Schulter? Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Schlimmer, als es aussieht? Echt? Na gut, der Kampf jetzt gerade hat auch nicht dazu beigetragen, ne? Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Vielleicht nicht zurück.
Bereite dich also vor, Leon. Oh. Oh. Es ist dieser eine Satz. Legen wir los. Dieser eine Satz am Ende eines fast jeden Spiels. Wir kommen vielleicht nicht zurück. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ja, was soll ich machen? Soll ich das Fenster springen oder? Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Errungenschaft freigeschaltet, ich brauche eine Dusche. Kann ich mir vorstellen. Okay, hier ist alles soweit klar. Weiß auch nicht. Labor, okay. Weiß auch nicht, ob hier noch viel zu holen ist, ehrlich gesagt. Es klang nämlich schon, oder klingt alles so sehr so nach Final Boss langsam. Und wartet unser Girlie da. Okay. Da lag was. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Natürlich. Was denn sonst, Freunde? Wir gehen durch und fällt runter, pass auf. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Schlafraumprotokoll. Okay, okay. Wayne Lee hat es nie verlassen. Okay. Hier runter. So. Gut, Truhe ist immer noch nichts drin. Das nehme ich sehr gerne mit, Freunde. Dadurch. 8 Kugeln passen jetzt hier inzwischen rein. Alles klar. Karte des Labors, der Nordbereich.
Ah, okay. Cafeteria-Küche, Schlafraum. Im Schlafraum muss ja noch einer sein, hieß es ja vorhin. Das sieht aus wie so eine kleine Erste-Hilfe-Station hier, ne? Wenn so alles brennt. Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Gäste haben keinen Zutritt. Okay, das heißt, wir müssen hierher gehen. Ich dann hier sehe ja gar nichts. Loot. Mehr Blut. Zombie. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil 4 tatsächlich, wenn man da in den... Wir auch nicht rein. Wir müssen also erst hier in der Cafeteria irgendwas finden, okay. Tür zu. Oh, hi. Scheiße. Unser Menü ist basierend auf unserer Bioforschung auf Ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Oh, Benzin. Gut. Gesicht mehr, will man nicht mal liegen, ey. Was zum? Jetzt bleib liegen. Ist da noch mehr? Sehe ich doch gerade hier. Warte, ist das da drüben? Die ist drüber groß, okay. Das liegt da drüben in der Küche. Aber Pistolenmunition immer mit. Granate nehmen wir gerne. Ja, gut, okay. Sieht ein bisschen aus wie bei Subway hier. So. Na gut, gehen wir erstmal hoch. So. Das ist sowieso egal. Ach, guck an.
Messer. Nimm das mal mit, ist egal. Wenn wir von mehreren Gegnern angegriffen werden, können wir mehrmals zurückschlagen. Was steht der da, ey? Ich bin so erschreckt, ey. Komm. Ganz ehrlich? Wenn der leichtere Schwierigkeitsgrad so angenehm ist, dass die Zombies mit 2-3 Schüssen liegen, will ich den viel lieber. Jetzt wird's aber ekler, Freunde. Ekelhaft. Die Muff. Was muss ich hier benutzen? So, warte mal. Wir jetzt hier von der Seite aus irgendwie die gerne noch eins, da kann ich ein bisschen Munition mit herstellen. Aber was mache ich denn jetzt? Ich habe mich gerade aufrecht hinsetzen und bin abgerutscht. Oder schmeiß es weg, davon haben wir noch ein paar. Nimm erstmal den Chip. Der hat erstmal Prio. Das könnte nützlich sein. Können wir den hier benutzen? Okay. Die 3 Schuss. Ja gut, die will ich aber nicht liegen lassen. Ich komme einfach wieder. Ja gut, okay. Ist gar nicht so abwegig, dass es hier noch relativ neu aussieht. Ich meine, so lang geht es ja noch nicht rund, ne? Ich muss aber da drüben, glaube ich, noch irgendwas machen im Schlafraum. Vorher geht es hier nämlich nicht weiter. Den hat es jedenfalls ordentlich darin zerlegt. Okay, also ich muss hier noch irgendwas tun. Okay, warte mal. Ah, warte mal. Kombinieren. Aha. Ne, das funktioniert jetzt nicht, aber jetzt kann ich das hier mitnehmen. Reflex. Ich wollte die jetzt gar nicht mit Dings abknallen. Okay, da ist natürlich noch mehr. Dieses hier. Über Stromschutz einrichten. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend. Sofort. Ja, das Schießpulver will ich mitnehmen. Wenn ich mich jetzt nochmal Schießpulver finde, kann ich direkt Munition craften. Hauptschacht. Oh Mann. Zielperbum bewegt sich. Messbereich, versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Und wo Punkt W3? Hier Alpha, Zielgebiet erreicht, verstanden, warte, Zielperson. Hier Alpha,
Sichtkontakt mit Sichtpersonen. Zielpersonen. Er wird den Safe öffnen. Er hat ein Signal. Evios Gesicht, wir gehen rein. Dr. Birkin, wir kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Das G-Virus ist im Westbereich. Ist klar. West Area, East Area. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir hier noch mehr machen müssen, als nur in den Westbereich reinzustapfen? Okay. Freigabe fehlt. Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Natürlich, wir kommen nur in den Osten erstmal, ist ja klar. Und von da aus können wir dann im Ostbereich finden wir wahrscheinlich die Sachen, die wir brauchen, um dann in den Westbereich zu kommen. Das ist einfach die gleiche Leier, ey. Wäre übrigens ein schön großer Raum für einen Final Boss, ne? Aber zu wenig Bewegungsfreiheit, außer wir haben die Konsole rum. Okay, wir können schon mal speichern. Die Folge werde ich dann jetzt hier auch beenden, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann.